Hallo liebe Fotofreunde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Ich bin heute ganz smart mal unterwegs, auch ein bisschen später. Ich habe mir ein Waldstück ausgesucht, wo ich noch nicht gewesen bin. Und ja, ich will einfach mal da hinten langlaufen, mal sehen, was mich alles so erwartet. Was habe ich dabei? Ich habe heute nur 70 bis 300 mm dabei. Und kein Rucksack, kein gar nichts, nur diese Kamera und das war's. So, und das erste, was ich schon mitnehmen will, ist, hier haben wir solche Blätter hier oben dran und das werde ich jetzt mit einer offenen Blende machen, so dass ich ein bisschen Freistellung erziele. Das mache ich mit einem 70-300er Standard-Zoom. Also, da nehme ich euch mit und wir gucken uns das einfach jetzt mal durch die Kamera an. Ich versuche es jedenfalls euch mitzufilmen. Also genau so, wie ihr das jetzt seht, will ich das auf jeden Fall abfotografieren. Und ja, dann mache ich mein erstes Bild. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, ich werde jetzt hier auf eine offene Blende von 5,6 gehen. Bin ich bei 1/8 ungefähr und ISO lasse ich 100. Und dann mache ich das so, das erste Foto. So, manchmal sind so auf dem Gehweg unten, also am Fußboden, liegt so ein runtergefallener Ast, runtergefallenes Blatt, so wie das im Video jetzt hier seht. Also ich habe jetzt die Kamera unten am Fußboden aufgelegt, auf dem Boden aufgelegt, habe die, ich bin ziemlich weit rausgefahren, ich schätze mal so 200 mm und Blende aufgemacht und so wie ihr das jetzt im Video seht, so werde ich auf jeden Fall ein Foto mitnehmen. Ja, ist auch ein schönes Motiv. Und so mache ich auf jeden Fall mein nächstes Bild. Einfach mal ein bisschen treiben lassen. Oder sagen wir mal so. Man muss es einfach tun. Einfach mal ein bisschen. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich erst hier Scouting mache. Also ein bisschen. Aber dann habe ich gesagt, ach, weißt du was? Nimmst einfach deine Kamera. Nimmst ein 70-300 mm. Da hast du auch eine schöne Freistellung, eine offene Blende. Und dann kannst du bestimmt das eine oder andere Bildchen mitnehmen. Und genauso mache ich das. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, ich werde da drüben jetzt mal reingehen. Mal gucken. Das sieht mir auch aus nach einem Fotomotiv aus. Jetzt haben wir hier so am Rand, haben wir hier alles solche, keine Ahnung, was das ist.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall suche ich mir jetzt hier was Schönes raus und gehe auf 300 mm, mache die Blende ziemlich weit auf und dann habe ich auch ein schönes Bokeh im Hintergrund und dann sieht das auch eigentlich ganz gut aus. Ja, da sind so ein paar kleine Insekten drauf. Mal sehen, ob ich was erwische. Hier, die stehen überall so, manchmal so am Wegesrand, so solche vereinzelten Disteln und Blumen und ich bin jetzt kein Botaniker, aber auch mit 300 mm, da sind immer ein paar Insekten drauf und mit 300 mm erwischt man die auch sehr, sehr gut. Man hält eine gewisse Distanz und ja, das macht auf jeden Fall Spaß und kriege ein schönes Bouquet, wenn ich die Blende aufmache. Und ja, ich bin froh, dass ich das 300 mm drauf gemacht habe. So, wollen wir mal weitergehen. Ist ja hier eigentlich auch eine schöne Gegend hier. Ich weiß nicht, das ist alles eingezäumt hier. Muss man mal gucken. Vielleicht komme ich hier noch mal her in einer goldenen Stunde. Bestimmt auch sehr spannend. Aber da brauchen wir wahrscheinlich ein großes Stativ. Ja, also auch am Tag kann man schöne Fotos machen. Hier ist auch alles voll Insekten und Fliegen, ne? Das kann man auch mitnehmen. Ja, das ist ein kleiner Tipp so von mir, einfach mal so einen Spaziergang mal mitgehen und ich sehe einen Schmetterling, mal sehen, ob ich den erwische, Moment mal. Ja, heute mal nur kein Fotorucksack, sondern nur ein Objektiv drauf. Ja, 300 mm. Bin ich ganz froh drüber, dass ich das gemacht habe. Weil mit 70-300 auf APS-C kannst du wirklich eine Menge abdecken. Und das hier ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Wald, muss ich jetzt mal sagen. Also hier haben wir noch ein bisschen, hier haben wir Waldabschnitt hier noch so. Und da kann man auch schöne Waldfotografie machen. Ja, jetzt finde ich die Sonne ein bisschen zu hart. Das werden wahrscheinlich keine schönen Bilder mehr. Aber einfach mal eine Runde spazieren gehen. Ja, freihand. Und ja, ich musste vorhin ein bisschen manuell fokussieren, ist aber nicht schlimm. Also auch das geht. So, ich werde noch ein bisschen hinterlaufen. Ja, also bis da hinten hin, dann gucken wir mal, was da hinten ist.
dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal. Also bis gleich. Da hinten geht es dann in den Wald rein, also noch tiefer in den Wald rein. Ja, da wird jetzt nichts Großartiges mehr kommen. Hier vorne scheint eine Waldgrenze zu sein. Und ja, wird das wahrscheinlich aufhören. Freies Feld. Ja, aber es ist hier ein schönes Eckchen. Also hier kann man wirklich schöne Bilder machen. Das muss ich wirklich sagen. Auch der Weg hier, der gefällt mir richtig schön gut. Das sieht, also ich stelle mir das hier so im Herbst vor, vielleicht noch mit einer Nebelstimmung oder irgend sowas. Vielleicht frühs. Und ja, also wenn man jetzt hier reinguckt, da drüben, und genau da so ein Bild macht, das sieht bestimmt sehr, sehr spannend aus. So, ich habe jetzt natürlich da jetzt noch ein Bild gemacht, dann war ja klar. Also ohne geht er nicht. So, ja, das war eine kleine Rundtour von mir heute mal. Soll es dann auch von mir gewesen sein. Ich gehe jetzt wieder zurück zum Auto. Ich bin froh, dass ich hier angehalten habe und habe hier meine Kamera geschnappt und bin hier den Weg hintergelaufen. Und ich habe eigentlich für mich persönlich doch schöne Bilder mitgenommen. Und die Objektivwahl, die war eigentlich auch sehr gut getroffen. So, das ist auf jeden Fall ein Ort, da werde ich mit Sicherheit öfters nochmal hinkommen. Zu unterschiedlichen Jahreszeiten auch. Also auch im Winter stelle ich mir das hier sehr, sehr schön vor. Und ist gar nicht so weit von mir zu Hause entfernt, 20 Minuten ungefähr. Und dann bin ich hier. So, das soll es für mich mal jetzt gewesen sein. Und mein Rat oder mein Tipp, macht das auch ruhig mal. Ja, guckt euch mal andere Gebiete an, die vielleicht noch ein bisschen nah an euer Zuhause liegt. Oder geht mal in den Wald, erkundet das mal und nehmt eine Kamera mit und ein Telezoom 70-300 mm. Und da kann man auch schöne Bilderchen machen. So. Ihr seht jetzt nochmal alle Bilder, die ich gemacht habe, hintereinander weg. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ja, jetzt bin ich ein bisschen ausgebrannt, die Sonne kommt. Und müssen wir mal so umdrehen. Ja, ich freue mich jedenfalls, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, haltet die Ohren steif. Bis dann. Euer Pierre. Ciao, ciao.